Kennt ihr das auch? Toxische Beziehungen bauen sich über die Zeit von ganz alleine auf. Manchmal merkt man es gar nicht. Und dann ist man irgendwo an einem Punkt, wo man sich sagt, verdammt, da wollte ich irgendwie nie hin. Das ist nicht nur im Berufsleben oder im Privatleben oder in einer Beziehung so. Nein, das gibt es auch tatsächlich bei uns im Kryptospace und das nicht zu wenig. Und genau darüber möchte ich mit euch heute mal sprechen. Denn ich sehe in den vergangenen Wochen immer wieder und tatsächlich auch vermehrt in den Kommentaren, in unserer eigenen privaten Telegram-Gruppe oder wenn ich mich mit Usern direkt austausche, was ich wirklich sehr, sehr viel mache, sehe ich ein großes Problem. Ihr habt eure Assets auf den Börsen drauf. Und ich muss ganz ehrlich fragen, jeder, der es macht, habt ihr den Schuss noch nicht gehört? Habt ihr nicht verstanden, was letztes Jahr mit FTX passiert ist? Habt ihr nicht verstanden, dass Selbstverwahrung deiner Kryptoassets das größte Gut und das Wichtigste ist, was wir hier im Space haben? Sorry, wenn ich jetzt gerade vielleicht Deutsch in euch spreche. Tut mir leid, wenn sich jetzt vielleicht einer angepisst fühlt oder auf den Schlips getreten fühlt. Aber jeder, der zu faul und zu strack ist, eine Kryptoassets nicht von der Börse runterzuholen, nicht auf eine Hot Wallet zu packen oder auf eine Cold Wallet zu packen, der hat den Sinn der Kryptografie, der den Sinn der Blockchain von Kryptoassets und Be Your Own Bank und Self-Custodial nicht verstanden. Erstmal ist das ein Geschenk. Wir haben das Geschenk, dass wir selbst über unser Geld verwalten dürfen und können und müssen vor allen Dingen auch. Und zweitens, was viel, viel wichtiger ist, das, was wir da draußen machen, dass wir einer Börse, von denen wir weder einen Mitarbeiter kennen, noch dessen Geschäftsgebaren wir kennen, unser gesamtes Geld anvertrauen. Vielleicht auch nur $500, vielleicht auch nur $1.000, vielleicht auch nur $10.000. Je nachdem, wo ihr gerade seid, an welchem Punkt in eurer Investition ihr gerade seid. Das ist kritisch, das ist unverantwortlich. FTX, bestes Beispiel. Bis zum letzten Tag haben viele gesagt, alles in Ordnung. Bupp, runtergefahren. Millionen User, Millionen US-Dollar in Kryptoassets verloren. Und meine lieben Freunde, wenn ihr jetzt sagt, nein, das ist alles gut, ich bin bei einer tollen EU-regulierten Kryptobörse, die 100.000 Euro Einlagensicherung für mich hat. Leute, das ist schön. Aber jetzt mal ganz kurz die Frage und das Gedankenspiel. Was ist denn, wenn ihr 50.000 Euro in Bitcoin auf dieser Börse liegen habt? Und diese Börse wird auf einmal runtergefahren, hat vielleicht einen Hack. Vielleicht verklagt eine Regierungsorganisation einen der Manager dieser Börse, weil er vielleicht in zwielichtige Geschäfte verwickelt war und friert die Funds, die Konten dieser Börse ein. Wisst ihr, was dann passiert? Dann könnt ihr euch eure 100.000 Euro Einlagensicherung an Hut stecken. Denn im nächsten Bullrun seid ihr mit euren Kryptoassets, die auf dieser Börse liegen, nicht mit dabei. Denn tatsächlich ist das ein riesengroßes Problem. Wenn ihr für 50.000 Euro Bitcoin gekauft habt oder andere Kryptoassets und die Börse lässt euch nicht mal an eure Assets ran, weil sie vielleicht pleite ist oder eines der anderen Themen, die ich zuvor erwähnt habe, dann sind eure Kryptoassets in dem Moment null wert. Ihr bekommt durch die Einlagensicherung natürlich irgendwann euer Geld wieder. Aber wie viel bekommt ihr denn wieder? Wenn ihr für 50.000 Euro auf der Börse eure Assets liegen hattet und der nächste Bullrun kommt und eure Assets sind vielleicht 250.000 wert, vielleicht auch eine 500.000, dann bekommt ihr nicht das, was die Kryptoassets am Peak wert waren. Nein, ihr bekommt das Geld wieder, was zum Wertstellungszeitpunkt dann an euch ausgezahlt wird. Vielleicht ist das weniger, vielleicht ist das mehr, aber wer weiß das denn schon. Ihr seid nicht Herr über eure Assets, wenn euer Geld auf der Börse liegt. Und da kommen wir mal eingangs wieder zu dem Thema toxische Beziehung zurück. Wisst ihr, ich ertappe mich da manchmal selber auch. Wie ist es denn? Man überweist mal 100 Euro, vielleicht auch 500 Euro und kauft sich mal irgendeinen Token, irgendeinen Coin auf seiner Börse gerade. Und dann ist es ja natürlich auch so, dass man dann mal mitkriegt, okay, der geht jetzt vielleicht gerade nicht auf den Ledger rauf oder auf mein Alipal oder auf meine Tangem Wallet. Naja gut, dann weißt du was, die 200 Euro, die ich jetzt in dem Coin drin habe, das lasse ich jetzt mal auf der Börse liegen. Nächsten Monat kaufst du wieder nach, nochmal für 200 Euro. Übernächsten Monat kaufst du auch nochmal nach. Ruckzuck vertraust du dieser Börse Stück für Stück immer wieder ein bisschen mehr. Und somit baut sich diese toxische Beziehung auf. Sprich, du vertraust jemanden, den du nicht kennst. Meine lieben Freunde, wenn ihr einer Börse euer Geld anvertraut und es dort drauf liegen lasst, nicht mit dem Zweck des Verkaufens oder des Kaufens oder vielleicht auch für Staking, dann handelt ihr grob fahrlässig. Das ist genau das Gleiche, als wenn ihr eure Kohle nehmt, zu irgendeinem Fremden auf der Straße geht, der einen schicken Anzug anhat und sagt, hey, weißt du was, du siehst sehr vertrauenswürdig aus, du siehst aus wie ein Banker. Ich gebe dir mal meine 10.000 Euro und die behältst du bitte und wenn ich dich wieder anrufe, dann brauche ich das Geld. Das ist genau das Gleiche. Holt eure verdammten Kryptoassets von den Börsen runter, legt sie auf wenigstens ein Hot Wallet,
Exodus ist da eine gute Empfehlung. Es gibt aber auch genug andere, MetaMask auch. Und wenn ihr ganz sicher sein wollt, geht ihr auf eine Cold Wallet. Sind die Assets nicht in eurer Verwahrung, sind die Assets nicht auf einer Wallet, die ihr selbst kontrolliert, zu denen ihr selber die Keys habt oder die Seed Phrases habt, habt ihr auch keine hundertprozentige Kontrolle darüber. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe letztes Jahr auf einer Kryptobörse knappe 500 US-Dollar in XEP gehabt. Diese Börse wurde runtergefahren, die Börse ist nicht mehr erreichbar gewesen, weil tatsächlich ein Manager von denen verklagt wurde. Eine US-Regierungsbehörde hat die Funds der Börse eingefroren und ich konnte dann 2 Monate lang nicht mehr an meine Assets ran. Wisst ihr, was das für ein beschissenes Gefühl ist, wenn man nicht mehr an sein Geld rankommt? Könnt ihr euch das vorstellen? Und das dann genau zu einer Zeit, wo der gesamte Markt nach oben geht, wo die Kurse noch grüner sind als der grüne Rasen im Sommer auf der Wiese. Wisst ihr, was das für ein schlechtes Gefühl ist, wenn man nicht Herr über sein eigenes Geld ist? Und das wünsche ich keinem einzigen. Tut mir einen Gefallen, auch wenn es Zeit frisst, setzt euch einen Nachmittag hin, beschäftigt euch mit euren Assets, investiert die Zeit in eure eigene Bildung, in euren eigenen Know-how-Aufbau, um zu lernen, wo könnt ihr eure Assets hinüberweisen. Lasst gerne eure Assets auf der Börse drauf, wenn ihr sie in den nächsten 1-2 Tagen verkaufen wollt, aber für länger auf gar keinen Fall. Das ist ein Umstand, der nicht funktioniert, der nicht gut ist und ihr seid im Nachgang definitiv die Angeschmierten. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen. Ich mache auch keine Werbung hier für irgendeine Cold Wallet. Ihr wisst selber, was ich präferiere und dass ich alle meine Assets auch auf Cold Wallets habe. Aber seht bitte zu, dass ihr wenigstens eure Assets runterholt und auf eine MetaMask schmeißt oder auf die Exodus Wallet oder auf die Atom Wallet, ist ganz egal. Packt eure Assets nicht auf den Börsen, packt sie runter. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, heute mal ein absolut ungeschnittenes Video, ein ganz kurzes Video auch, denn ich sehe es immer wieder und ich will, dass wenigstens 1 oder 2 Leute verstehen, wie wichtig dieses Thema ist und dass ihr euch nicht auf die Börsen verlassen dürft. Im Nachgang seid ihr die Angeschmierten, denn niemand hilft euch nachher. Und diese 100.000 Euro Einlagensicherung, die ist ein Scheiß wert. Die ist gar nichts wert. In dem Sinne, danke, dass ihr wieder so lange an meinem Video dran geblieben seid. Sorry, diesmal ohne Intro, ohne viel Gelache, ohne viel Smiley-Smiley, sondern mal ein ernstes und auf den Punkt gebrachtes Thema, was ich hoffe, dass der ein oder andere von euch mitnimmt und sofort agiert und zuseht, dass er seine Assets runterholt. Danke euch. Ciao, ciao.